Willkommen Leute, wir sind bei der nächsten Episode von The Walking Dead Staffel 11, bei der fünften Folge angelangt. Und ja, in dieser Folge ist nicht ganz so viel passiert. Es ging wieder ein wenig um das ganze Commonwealth-Geschehen, was dort so abgeht. Natürlich ging es auch um unser ganzes Alexandria-Gebiet, was die momentan unternehmen, um da irgendwie zu überleben, weil die ja vorrätetechnisch sehr, sehr knapp aufgestellt sind und Maggie und Negan kamen auch mal kurz noch dran. Ja, auf jeden Fall Alexandria. Sie strugglen sehr mit den Mauern, da haben die das alles nicht so richtig hinbekommen und langsam wird es auch sehr, sehr knapp, weil die einfach Mangel an allem haben. Die haben kaum noch richtige handwerkliche Geräte und ihnen fehlt halt auch viel Essen natürlich. Deshalb müssen sie sich da auf jeden Fall beeilen, das irgendwie richtig hinzubekommen. Eine der Mauern ist sogar mal gebrochen und die mussten sie dann wieder aufbauen. Letztendlich haben sich dann ein paar von den Leuten entschieden, in Hilltop nachzuschauen, ob sie da vielleicht ein paar Sachen finden können. Und gerade von ein paar der ganzen handwerklichen Geräte könnte da noch etwas mit dabei sein. Und dort finden sie tatsächlich einen Whisperer, der mit seiner Familie im Keller lebt und den befragen sie dann. Aaron ist natürlich noch sehr, sehr, sehr anti-Whisperer und möchte da auch sicherstellen, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Und ja, foltert ihn auch ein wenig mit einem anderen Beißer. Ja, auf jeden Fall, Lydia ist da sehr dagegen und wahrscheinlich wird das in der nächsten Episode nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Ist nichts super Spannendes gewesen. Der Whisperer hat dann am Ende noch gesagt, dass Connie doch noch lebt. Er hat sie wohl gesehen im Wald und sie werden sie jetzt suchen. In der nächsten Episode, in der Vorschau, haben wir auch schon gesehen, dass sie auf jeden Fall drin vorkommt. Mal schauen, was dann am Ende mit ihr genau sein wird. Ich schätze mal, sie wird auch jetzt wirklich überleben. Würde mich jetzt wundern, wenn sie da jetzt stirbt. Aber nun gut. Judith kam auch noch ein bisschen dran, fand ich ganz cool, dass sie mit Rosita da ein bisschen gesprochen hat, bezüglich des Bildes, das sie mal mit Carl damals gemacht hat. Fand ich ganz cute auf jeden Fall. Und ja, war auch cool, dass sie mal wieder ein bisschen Screentime hatte. Ich finde, sie bekommt etwas zu wenig Screentime. Sie dürfte ruhig noch ein bisschen mehr bekommen, meiner Meinung nach, aber ansonsten auf jeden Fall ganz nett. Dann war auch noch ein bisschen was im Ganzen rund ums Commonwealth und ja, Eugene hat da ein bisschen versucht, Kontakt aufzustellen. Er wurde von Mercer entdeckt und sie wurden festgenommen und denen droht jetzt ein ganzes Gericht. Kurz bevor es dazu kommt, schafft es Stephanie allerdings, einen der höherrangigen Leute zu überzeugen, sie anzuhören, sie erstmal wieder freizulassen und jetzt wird in der nächsten Episode, wenn sie denn drankommen werden, auf jeden Fall nachgefragt, was sie denn genau wissen. Wahrscheinlich wird es jetzt dann auch sehr stark in diese Richtung gehen, dass die in dieses ganze Alexandria-Ding geschehen mit eingreifen, weil dieses Drittel nähert sich auch dem Ende, bedeutet, dass mit den Reapern wird jetzt dann auch zu Ende gehen und dann wird es nur noch ganz um das ganze CRM gehen, um dieses ganze Geschehen dort und ich bin richtig gespannt, wie es da weitergeht. Keine so krasse Folge gewesen, war aber auf jeden Fall ganz okay, gab ein paar Elemente, die waren ganz nett und wir haben einfach mal wieder von allen ein wenig was sehen können, das war auch ganz cool gemacht. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!